Wir haben 2015 ein Lieferengpasskonzept für die Impfstoffe etabliert. Hier kümmern wir uns darum, die Versorgung in der Bevölkerung sicherzustellen. Das hat verschiedene Wege, über die wir das machen. Zum Ersten veröffentlichen wir auf unserer Homepage alle uns gemeldeten Lieferengpässe, die uns die Impfstoffhersteller melden, innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, es ist immer aktuell und Sie können sich im Grunde verlassen, dass diese Aussagen stimmen. Zum Zweiten haben wir im Austausch mit dem RKI etabliert, dass wir Alternativimpfstoffe benennen, die als Alternative zu dem fehlenden Impfstoff zur Verfügung stehen. Hier gehen wir sicher, fragen auch an bei den Herstellern, dass ausreichend Mengen lieferbar ist. Und zum Dritten haben wir uns natürlich damals im Vorfeld Gedanken gemacht, was man macht, wenn jetzt zwei oder drei Impfstoffe zur selben Erkrankung nicht lieferbar wären. Und haben beschlossen, dass seitens des RKI und der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, hier Informationen angegeben werden, sogenannte Handlungshinweise, die der Arzt nutzen kann, um festzustellen, wen er sofort impfen muss oder welche Gruppen priorisiert werden sollen, beziehungsweise wer vielleicht auch für einen Moment noch warten kann, bis die Impfstoffe wieder lieferbar sind. Wir haben mit unserem Lieferengpass-Konzept, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten generiert. Wir schaffen Transparenz. Transparenz für alle Beteiligten, das heißt für Sie als Verbraucher, der das auf der PAI-Homepage einsehen kann, genauso wie für uns, die sich dann darum kümmern können, was für Alternativen zur Verfügung stehen, aber auch für die Hersteller. Es hat sich gezeigt, dass wir dadurch sehr viel mehr Verlässlichkeit im System haben und die Versorgung in der Regel sicherstellen können. Und dass wir, wenn die tatsächlich mal gefährdet ist, eben auch entsprechend weitere Maßnahmen wie Import etc. rechtzeitig ergreifen können, sodass zum Teil gar nicht aufgefallen ist, wenn wir zwischenzeitlich uns Sorgen machten, dass es eventuell zu einem Versorgungsmangel kommen könnte. Was wir sehen, ist, dass wir dadurch ein sehr zuverlässiges System geschaffen haben, das insgesamt eigentlich über die Jahre eine sehr gute Versorgung ermöglicht hat, sehr viel besser als in vielen anderen europäischen Mitgliedstaaten. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir 2018, 2019 sehr viel Presse um die Menge an Grippeimpfstoff hatten, die in Deutschland vorhanden war oder nicht war. Und da gab es natürlich, mussten wir neue Lösungen suchen. Was sich herausstellte, ist, dass die Menge an freigegebenen Chargendosen ausreichend hätte sein sollen und dass wir dann den Verdacht hatten, dass es zu regionalen Engpässen gekommen ist. Daraufhin haben wir eine neue Webseite gestartet, auf der eine Verbrauchermeldung vorgenommen werden kann. Das heißt, Apotheken, Ärzte, Privatpersonen können dort melden, dass sie an einen Impfstoff nicht kommen, obwohl er nicht als Lieferengpass auf unserer Webseite gemeldet ist. Und dadurch, dass wir dann diese Meldungen sammeln, können wir schnell einsehen, ob es ein größeres Problem gibt, das entweder regional bedingt ist oder ganz Deutschland betrifft. Und das hat sich damals in jener Grippesaison sehr gut ausgezahlt. Erfreulicherweise hatten wir dieses Jahr da keine Meldungen. Es ist natürlich so, dass wir in Europa sehr unterschiedliche Mitgliedstaaten haben mit sehr unterschiedlichen Systemen, auch ihrer Impfstoffbestellung und dann auch Verteilung in den jeweiligen Ländern. Und dadurch entsteht doch ein sehr heterogenes Bild. Wir sehen insgesamt, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten sehr, sehr gut versorgt sind mit Impfstoffen. Was wir aber auch sagen müssen, ist, dass wir häufig beobachten, dass Lieferengpässe nicht nur einen Mitgliedstaat betreffen, sondern fast ganz Europa. Und insofern ist das in den letzten Jahren klar geworden, dass aufgrund auch der Vielzahl der Lieferengpässe sicherlich diese Frage eine europäische Frage ist. Wir haben große Standorte, in denen auch hergestellt wird in Europa, sodass wir da auf einer sehr guten Position sind. Wir müssen aber auch sehen, dass der Impfstoff tatsächlich auch in Europa entsprechend verteilt wird. Und was wir natürlich auch sehen, ist, wir haben viel mehr Migration, wir haben viel Flexibilität zwischen den Mitgliedstaaten, wir haben sicherlich in Zukunft auch ähnliche Impfempfehlungen unter den Mitgliedstaaten und insofern wird es auch so sein, dass sicherlich Lieferengpässe dann europaweit die Versorgung gefährden und dass wir uns den Luxus gar nicht leisten können, dass im Nachbarland beispielsweise dann nicht geimpft wird. Denn Sie wissen,
dass bei den Impfstoffen ein sehr wichtiger Punkt die Gemeinschaftsimmunität ist. Und das bedeutet, dass wir durch entsprechend hohe Impfraten versuchen, einen Großteil der Bevölkerung zu schützen, um dann auch die Individuen zu schützen, die nicht geimpft werden können, aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil ihr Immunsystem nicht intakt ist oder weil sie besonders gefährdet sind. In jedem Fall kennen Erreger keine Grenzen. Sie breiten sich aus, über die Grenzen hinaus. Wir können sie also nur eindämmen, wenn wir in ganz Europa diese Gemeinschaftsimmunität herstellen können. Und insofern ist es Zeit, dass wir da auch europäisch denken und verstehen, dass wir, auch wenn wir bisher in Deutschland sicherlich etwas besser dastanden, was Lieferengpässe anbetrifft, als andere Mitgliedstaaten, aber dass wir durchaus nicht davon profitieren, wenn es anderen Mitgliedstaaten schlechter geht als uns.